Hallöchen! Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Freunde, zum neuen Part. Ja, wieder mal die scheiß tolle Prüfung hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das heute irgendwie hinkriege. Weil die Idee, die ich ja in den letzten Parts hatte, die war ja wirklich nicht so schlecht. Es hat ja auch irgendwie auch funktioniert. Ich muss ja einfach nur den Typen irgendwie da unten hinkriegen. Und es hat hier, das hier klappt perfekt. So, da muss ich ihn aber irgendwie wieder wegkriegen. Was aber nicht so einfach ist. So, die Jungs kommen. Ist kein Problem. Und ich krieg sie auch alle tot. Gar kein Problem. So. Das einzige Problem ist halt, was ich habe. Ich kriege halt die Jungs nicht so weit nach oben. Oh yeah, Mario Time. So. Weil nämlich das größte Problem ist einfach, was ich habe. Ich kann den Rabbit Mario nicht alleine lassen. Habt ihr gesehen im letzten Part, was passiert ist? Ja. Den lasse ich jetzt nämlich nicht alleine. So. Ich glaube, bei ihm muss ich wirklich viel mit dem Dings arbeiten. Sonst wüsste ich nämlich nie, was ich da machen soll. So. Ich muss nämlich mehr, glaube ich, mit dem Dingsangriff da arbeiten. Wenn die ersten Typen sich ja bewegen. Das zum Beispiel. Das darf nämlich. Das muss immer vorbereitet sein, dass ich die schön angreifen kann. Das immer schön einsetzen. Schade, dass der letzte nicht funktioniert, aber naja, kennen wir ja nicht anders. Zack. Zack. Und es wäre schön jetzt gewesen, wenn das irgendwie klappen könnte, dass wir die beiden angreifen könnten. Müsste eigentlich stärker sein bei ihm, aber ist es nicht. So. Wir machen folgendes. Mario greift erstmal den an. So. Einmal haben wir das. Dann haben wir ihm Check. Der hätte jetzt nämlich angegriffen und das wollte ich jetzt nämlich nicht. So. Und. Damit ist der jetzt nämlich auch tot. Leibwächter. Das heißt, der macht auch immer ein bisschen weniger Schaden. Und das brauchen wir nicht. So. Problem ist, ich habe jetzt noch drei Typen hier. Ne, vier Typen. Und ich muss die irgendwo noch rankriegen. Du kommst nicht ran, gut. So. Und meine Waffen machen halt keinen 500 Schaden. So. Geht. So. Dieses Eimer müssen mehr Schaden. Und da muss ich die irgendwie so hinkriegen, dass sie sich alle gegenseitig treffen.
So. Ja, guck mal, der Typ hat noch einfach mal über 500 Schaden. Der tötet den. Der andere ist noch da. Ja, da sind zwei. Warte mal, wie komme ich denn? Wird der eine auch gekillt? Noch Schaden? Jetzt ein bisschen ranlocken, die Typen. Vielleicht geht's. Ich weiß es nicht, ob es geht. Vielleicht. Einen Zug habe ich noch. Welt. So, einen Zug haben wir noch, Leute. Einen einzigen Zug. Wenn die jetzt zu mir hinkommen, was sie auch tun. Ja, sie sind dumm. Es hat geklappt. Ich glaub's nicht. Die beiden sind dumm. Ich hab's hingekriegt. Oh mein Gott. Es hat echt geklappt. Oh, Mann. Warum klappt's nicht gleich beim ersten Part? Oh. Es hat aber funktioniert. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Es hat funktioniert. Und das war erst die vierte Prüfung. Es kommen noch voll viele. Es kommen noch 6 Prüfungen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ach, Mann, nein. Oh, okay, das Projekt wird, glaube ich, auf jeden Fall über 100 Parts werden. Oh, ist das ein Mist, ey. Gut, nächste Prüfung. Wo ist die nächste? Keine Ahnung, was der da macht. Gut. Wo bist du, nächste Prüfung? Ich warte auf dich. Gut, also wir wissen, ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück, weil das mit der, mit dem Rumlaufen, das verbraucht ein bisschen zu viel Zeit. Ich will die nächste Prüfung. Problem ist ja wirklich, du kannst ja die Leute nicht irgendwie noch, ja, irgendwie die Defensive so ein bisschen verändern. Das geht ja leider nicht. Finde ich sehr schade. Prüfung 5, 6, 7, 8 und... Oh Gott. Gut, Prüfung 5. Ohne Pein. Das sagen sie jetzt. Ohne Schmerz. Mhm, klar. Meine Seele schmerzt. Na super. Ist das toll? Ist das lustig? Es ist so lustig. Es ist so lustig. Erreiche das Gebiet. Zug mündet ein Ding. Mann, oh, was ist denn das schon wieder für eine Kacke? Wie soll ich denn? Ja, kann ich vergessen. Mario springt nicht so weit. Ja, kann ich sofort vergessen. Mario ist ein scheiß Jumper, ich brauche Luigi. Ein Zug. Wie soll ich denn das in einem Zug schaffen? Guck mal, wie soll ich da hinkommen? Guck mal, der eine ist da, der andere ist da hinten. Wie soll das gehen? Wie soll denn das? Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie soll denn das gehen? So, er kann da hinlaufen. Das ist nicht das Problem. So, aber wie kriege ich denn jetzt
Guck mal, sie kann da auch hinlaufen. Mario ist wieder mal der Einzige, der da nicht hinkommt. So. Ich müsste ihn rein theoretisch hierhin bewegen können. Kann ich aber nicht. Warte mal. Warte mal. Habe ich denn noch irgendwie die Chance, Mario was Besseres zu geben? Weil ich glaube, ich brauche hier alle drei Sprünge. Oder muss ich ihn vielleicht... Warte mal, Mario kann auf jeden Fall nur durch diesen anderen Jump dahin kommen. Ne, guck mal. Ich muss das können. Ich muss das bei den Gegnern einsetzen, damit er weiterkommt. Das heißt rein theoretisch, warte mal. Muss ich das machen? Da komme ich nicht ran. Wie soll ich denn das bitte machen? Das heißt also, ich muss ihn rein theoretisch hier hinbewegen? Aber Mario kommt da nicht hin. Oder kommt er doch da hin? Nee. Nee, Mario kommt nicht hier hin. Das ist so ärgerlich einfach. Ich muss jemanden hier hinstellen. Warte mal. So, weil nämlich... Die müssen dann hierhin landen. Ah, warte mal, wie mache ich denn das? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist gerade richtig scheiße. Weil das ist eine richtig blöde Aufgabe. Aber da weiß ich wirklich nicht weiter. Das ist eine richtige bekloppte Aufgabe. Wie soll das gehen? Kein Schmerz. Also ich glaube, mit Luigi bin ich hier schon richtig, aber... Warte mal, vielleicht. Warte mal, die können doch alle hier. Die können Sprung. Oh, die Gegner können alle Sprung. Heißt das vielleicht?
Moment. Wenn der Nahkampf Sprung auslöst. Wenn die Gegner Nahkampfschaden bei einem machen, dann muss ich doch rein theoretisch was... Warte mal. Das heißt, ich muss, glaube ich, mit den Gegnern arbeiten, kann das sein? Ja. Ich muss mit den Gegnern arbeiten. Na klar, warte mal, das heißt, ich muss... Okay, warte mal. Moment. Okay, das ist jetzt gemein. Ich werde gleich sehen, was ich machen muss. Ich habe jetzt bloß eine Theorie, weil wenn ich die jetzt mit den normalen Waffen abknalle, sind die tot. Deswegen muss ich, glaube ich, anders fighten. Oder vielleicht liege ich jetzt doch. Okay. Aber ich habe was vergessen. Moment. Ich weiß, wie das funktioniert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Wisst ihr, was gerade meine Idee ist? Ja, doch. Es muss so gehen. So, habe ich jetzt noch die alten Waffen drinne? Warte mal ganz kurz, mal kurz schauen. Ja. Habe ich, gut. Sofort danach merken, wieder umswitchen. Let's go. So. Mega gemein. Also das ist wirklich fies. Wie soll man darauf kommen? Aber na klar, wenn die Sprung haben und die machen nicht viel Schaden. Die machen ja wirklich nicht viel Schaden. So, Mario kommt jetzt hier hin. So. Ich glaube, du musst bis hier hin. Ich hoffe es zumindest. Oder... Ja doch, glaube ich so. Und sie kommt hin, das ist kein Problem. Jetzt nur die Frage... Fliegt doch auf die Fresse. So, jetzt ist nur die Frage, ob Luigi... Oh, der bringt die damit um. Gucken wir mal. Macht immer Nahkampf, das ist kein Problem. Und Luigi! Ja! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Oh mein Gott! Ich muss das wirklich so machen? Oh, ist das gemein. Aber so hat man die Prüfung wenigstens geschafft. Naja, klar. Kein Schaden, kein Dings. Na klar, natürlich. Oh, ist das gemein.
In der Welt. Krass. Das ist ja übel. Das ist richtig übel. Okay. So, was haben wir? Auf einen Streich? Das heißt nur eine Runde bestimmt, wa? Auf einen Streich. Das heißt, ich muss alle auf einen Streich besiegen und dann habe ich gewonnen. Oh, nee. Ey, komm, da muss ich auf jeden Fall den Rabbit Mario mitnehmen, glaube ich. Oh, ist das gemein. Wie kommt man denn darauf? Wirklich, wie kommt man drauf? Besiege alle Gegner. In wie vielen Zügen? Wie viele Züge habe ich? Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Züge ich habe. Ich habe auch nur einen Zug gehabt. Okay, aber erstmal wieder ganz kurz die besseren Waffen einsetzen. Ich glaube, ich weiß schon. Ich habe eine Idee. Also ich hätte eine Idee. Und zwar, ich muss, glaube ich, den Rabbit Mario nehmen. Ja. Nee, halt. Nee, warte. Mit den beiden kriege ich immer alle sehr schnell down. Okay. Dann hätten wir schon mal sehr viele down. Das sind jetzt schon fast alle, wa? Kurz mal gucken. Okay. Dann los. Wisst ihr, warum ich neu starten muss? Weil er wieder mal falsch gemacht hat. Oh, das ist doch nicht wahr. Das war jetzt gerade übelst ärgerlich. Weißt du, weil ich wollte den Typen angreifen, weiterlaufen. Aber nein, darf ich natürlich nicht. Aber ich glaube, ich muss Yoshi ändern. Weil Yoshi kann nur einmal Raserei. Das heißt, ich brauche ihn und ihn. So. Kämpfen. Hä? So. Aber jetzt ist er ja hier. Nee, das will ich nicht. Nee, ist falsch. Ach, warum ist der denn jetzt... Oh. Nein, ich muss den als zweites auswählen. Oder darf ich ihn nicht haben, weil... Nee, weil Rabbit Mario muss hinten sein. Der darf nicht vorne sein. So, Kampfzentrale. Ist das denn jetzt richtig? Nee. Okay. Der ist automatisch irgendwie immer da. Dann... Hier ist es jetzt. Ja, jetzt ist es richtig. Gut.
Mal gucken, ob das funktioniert. Auf jeden Fall tötet er sie die alle. Der andere ist da hinten, da komme ich nie ran. So, dann. Hä, warum komme ich an die nicht ran? Ach so, weil die da verteidigen. So. 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 Und dann komme ich nicht runter und kann den noch... Nee, hä? Doch, da oben ist noch einer. Hä? Da. Nee, halt. Ich bin gerade bescheuert. Ich bin gerade dumm. Das war's, oder? Easy. Jawohl. So, noch geschafft in der Runde. Genauso wollte ich es haben. Easy. Nee, schwer war das jetzt nicht. Ich muss es nur anders irgendwie hinkriegen, aber es hat funktioniert. Yes! Oh, wieder eine Aufgabe erledigt. Oh, schön. Die nächsten drei machen wir im nächsten Part. Oh Mann, ey. Auf heißen Kohlen, Gesetze der Schwerkraft, vom Winde verweht, Entscheidungsschlacht. Oh Gott. Gut, aber ich... Also die Frage ist jetzt halt echt, wollt ihr sehen, wie ich dann noch die Dings mache, die Schatztruhen, oder wollt ihr die nicht sehen? Also die Prüfung mache ich auf jeden Fall noch, aber ob dann halt noch die... Dings dann noch kommt, also die Schatztruhen, ist eine andere Frage. Gut, Leute, dann würde ich erstmal sagen, danke fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Part bei der nächsten Prüfung vom Kapitel 7, 8 und 9. Und dann kommt die Entscheidungsschlacht und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Danke fürs dabei sein. Tschö mit Ö. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Haut rein. Tschüss.